So, da sind wir in Kiel. Angekommen. Bei wunderschönstem Wetter. Am Schwedenkai. Das hatten wir. Ich glaube, so ein Wetter hatten wir auf der Hinfahrt raus. Boah, ist ja egal. Ja, ich kann das mal einschieben. Würde ich auch vorschlagen. Morgen. Und wie war die Nacht? Laut. Gekreische und Partymusik. Oh Mann, ey, man ist das echt nicht mehr gewöhnt. Herrlich, ne, mit der Sonne. Sehr schön. Selbst bei dem Mond. Der beste Sonnenschein. Ein bisschen wenig. Ich würde sagen, Schweden gekommen. Ja, wir fahren gerade durch Amol. Ja, wir sind wieder ein Stück weiter gefahren und man sieht, es wird winterlicher. Was besonders auffällt, ist, viele Häuser stehen hier in einer geschlossenen Eisfläche und das kommt wohl daher, dass es hier vor ein paar Tagen noch richtig warm war und viel geschmolzen ist und jetzt durch den strengen Frost alles wieder zu einem spiegelglatten Eismeer gefroren ist. Ja, guten Morgen aus Malung oder Malung. Ja, die erste Nacht war kuschelig warm im Van. Allerdings, Im Van, genau. Draußen waren es minus 10 Grad und es hat dann eben auch oder heute Nacht auch geschneit und jetzt ist alles weiß. Und ja, neuer Van heißt ja auch immer neue Herausforderungen. Und wir haben ja diesmal eine Gasheizung und eine Dieselzusatzheizung. Und das Zusammenspiel ist noch nicht so richtig. Also wir hatten tatsächlich eine leicht eingefrorene Wasserleitung, obwohl es im Wagen halt warm war. Das heißt, wir müssen die Gasheizung wohl doch durchlaufen lassen und es reicht es nicht, wenn wir die kleine Dieselheizung laufen lassen, weil die halt nicht alle Ecken des Wohnmobils versorgt. Mhm. Und ja, war ein bisschen aufregend heute Morgen. Mhm. Und ja, das sind dann die Sachen, die man, wenn man zurück ist, voller Stolz erzählt und sagt, boah, das war Abenteuer. Aber heute Morgen hätte ich ganz gut darauf verzichten können, ehrlich gesagt. Ist aber nichts passiert, alles funktioniert und ja. Ansonsten ist es hier drin schön kuschelig. Ja. Ich würde mal sagen, Hüge. Der Name es ist Hüge. Programm. Genau, es ist sehr Hüge. Das muss man sagen, das Raumklima ist schon toll. Also im Wagen ist es wunderbar warm, es zieht nirgendwo rein. Und ja, und heute geht es weiter nach Särna. Das ist in der Nähe vom Filifjellet Nationalpark und ja, da werden wir so wahrscheinlich 2 Nächte bleiben und ein bisschen wandern gehen. Ja, bisschen viel. Genau, und jetzt gehen wir erstmal frühstücken weiter, meine ich. Wir sitzen. So ähnlich, wir gehen. Nicht wir gehen. Sitzen nicht, genau. Tschö. Und. Kleiner Nachtrag. Und wir hatten gestern, als wir die Gasheizung dann in Betrieb genommen haben, direkt eine Fehlermeldung, 621H, glaube ich. Und die bedeutet Temperaturfühler nicht richtig angeschlossen oder defekt. Und ja, aber der ist dann irgendwie wieder verschwunden und seitdem funktioniert sie wieder. Also,
Der erste Tag, was die Heizung angeht, etwas holprig. Das wird sich aber bessern. Nur mit Spike möglich. Ja, das war eine kalte Nacht mit minus 10 Grad und jetzt werden wir den Wagen starten. Mal gucken, das ist der erste Start bei solchen Minustemperaturen, ne? Ja, alles verschneit draußen. Genau. Vorglühen. Und rutschig. Perfekt. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall nach Serna. Gleich mal prüfen, was die Winterreifen können. Vorsicht, es ist unter der Schneedecke eisglatt. Ja. Haben die Locals hier uns gewarnt. Und dann wird es zum ersten Mal glatt auf den Straßen. Aber die Winterreifen tun ihren Dienst. Und es fährt sich wirklich relativ angenehm. Wir sind auf dem Weg nach Serna. Weit ist es nicht mehr. Die Fahrt auf diesen schmalen, verschneiten Wegen macht unheimlich viel Spaß und die Reifen haben richtig guten Grip. Sicher angekommen beim Serna Camping. Hier waren wir schon öfter und das ist in der Nähe von Fülöfjellets Nationalpark und ja, hier steht man gut. Jetzt gucken wir mal, ob die vielleicht auch das Café aufhaben, denn die hat auch Waffeln. Und sichern uns mal ein schönes Stellplätzchen für heute Nacht. Ne? Ja, würde ich auch vorschlagen. Reicht es auch mit der Fahrerei. Wir haben jetzt, ich glaube, 14 Uhr. Ne? Ja, ich habe auch Hunger jetzt. Ja, genau, das reicht. Mhm. Ja, toller Tag. Ja, super gefahren. Wir übernachten heute wieder in Serna auf dem Campingplatz. Und direkt neben dem Campingplatz ist der alte Stadtteil, den man hier noch besichtigen kann, zu dem auch diese alte Kirche gehört. Leider ist sie meistens geschlossen, aber das werden wir gleich noch probieren. Die Eingangstür ist total zugeschneit. Also wieder geschlossen, aber diesmal in natürlicher Art und Weise.
Ja, das war heute der zweite Tag und das Wetter ist einfach fantastisch, muss man schon sagen. Wir hatten super tolles Wetter, also richtig schönen blauen Himmel. Das Fahren ist so eine Sache. Also ich bin das ja gewohnt, auf so einer Eisfläche zu fahren, aber irgendwie ist es diesmal erheblich glatter als sonst. Also das mag mit den Temperaturen zusammenhängen. Es ist tagsüber so gerade unter 0 Grad, ne, so minus 2, minus 3 vielleicht im Höchstfall. Und man sagt uns auch, es hätte hier ordentlich getaut. Und offensichtlich ist das irgendwie eine Temperatur, wo die Straßen, weil sich das natürlich mischt mit dem Eis, was dann ein bisschen antaut und dann wieder friert, dann hat es drauf geschneit und so weiter. Also spiegelglatt. Man muss höllisch aufpassen, auch mit den Winterreifen. Und ja, ansonsten funktioniert eigentlich sehr gut alles. Die Heizungen laufen und so weiter. Wie gesagt, wir hatten ein kleines Problem mit der Truma. Die hat einen Fehlercode angezeigt, der jetzt wieder weg ist. Und mit dem Zusammenspiel mit der Diesel- und mit der Truma-Heizung, das habe ich noch nicht so ganz raus, wie man das am besten einstellt. Aber ja, ansonsten funktioniert alles. Wir haben es eher zu warm im Wagen, also selbst die kleine Dieselheizung, wenn man die auf kleinster Stufe laufen lässt, dann sind es irgendwie 23 Grad im Wagen. Und das ist uns wirklich zu warm. Aber man kann sie halt einfach nicht kleiner einstellen. Naja, gut, wir machen uns heute noch einen gemütlichen Abend. Nachher holen wir uns hier in Serna in der Pizzeria noch eine leckere Pizza und werden uns dann einfach es gut gehen lassen. Also, bis morgen.